Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, Frau Larisch, ich möchte Sie ja gar nicht kritisieren, aber ich möchte doch das nicht so stehen lassen, was Sie hier doch noch mal kundgetan haben. Ich denke, es wurde hier eindeutig gesagt, dass wir im Petitionsausschuss auch fraktionsübergreifend für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten und dass wir, also kann ich mich nicht erinnern, jedenfalls ausufernde Streitigkeiten hätten, weil wir gemeinsam nach gleichen Zielen für die Bürger suchen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir über 34.700 Menschen im öffentlichen Dienst hier beschäftigt haben. Und die leisten auch eine hervorragende Arbeit. Und weil die Verwaltungen gut in unserem Land arbeiten, haben wir natürlich auch nicht jeden Tag 10.000 Beschwerden. Und deshalb will ich dieses Bild der absoluten Überheblichkeit, die die Petenten erfahren, auch nicht so stehen lassen. Das kann man auch nicht so stehen lassen, weil überwiegend auch sehr, sehr gut mit großer Initiative gearbeitet hat. Ich habe hier versucht, zwei Beispiele zu sagen. Und der Petitionsausschuss ist nicht das Spiegelbild der Petenten sind nicht das Spiegelbild der Unzufriedenheit unserer Menschen, sondern sie nehmen von ihrem Grundrecht wahr, ihre Meinung zu sagen. Das ist doch freundlich, das ist doch ermuntert, das soll uns doch ermuntern, dass sie überhaupt nicht Politik verdrossen sind. Und ich weiß, dass sie sich sehr stark sozial engagieren, aber wir haben ja gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten und deshalb gehen die Beschwerden und Eingaben auf sozialem Gebiet immer zu den Bürgerbeauftragten und nur wenige landen bei uns. Deshalb ist die Zahl der sozialen Fälle sehr gering. Das ist eine tolle Arbeitsteilung, die wollen wir auch gar nicht in Frage stellen. Und wenn Sie sagen, die Bürgerinnen und Bürger verstehen die Bescheide nicht, dann gebe ich Ihnen recht, die Vordrücke sind manchmal kompliziert. Aber das, was Sie meinen, das verallgemeinern Sie auch wieder stark. Das habe ich Ihnen aber auch schon öfter gesagt und deshalb will ich das hier noch einmal sagen. Wenn also, ich nehme mal ein Beispiel, wenn also eine Bürgerin zur Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt wird, weil sie einfach ihr Bußgeld nicht zahlt und sie geht dann sie sitzt dann ihre Zeit ab und an dem Tag zahlt dann, als sie dann schon angekommen ist, dieser Ersatzfreiheitsstrafe ab, zahlt dann ihre Freundin das Geld ein auf ein falsches Konto. Dadurch muss sie natürlich länger sitzen, als am dem Tag wieder entlassen zu werden. Dann können Sie nicht sagen, und das haben Sie gesagt, und ich nehme das hier wieder, dann können Sie sagen, die haben den Vordruck nicht verstanden. Ich meine, man kann ja wohl erkennen, und jeden Bürger, welchem Konto ich was überweisen muss. Also insofern sollten wir immer versuchen, relativ damit umzugehen, dass nicht alle Bürger schlecht behandelt werden und nicht alle Bürger, die sich bei uns beschwerden, schlecht beraten werden. Also so ganz ist es nicht. Also ich denke mal, wenn wir uns darauf einigen können, dass viel, viel Gutes getan wird in unseren Verwaltungen und Ministerien und dass dennoch manche Eingabe, Beschwerde vermieden werden könnte, dann wären wir auf dem richtigen Weg. Dankeschön.